Happy birthday to you. Guten Morgen von uns. Wir haben heute mal, anders wie sonst, nicht am Meer übernachtet, sondern etwas in den Bergen. Wir sind so am Beginn oder Ende, wie eben auch immer, vom Sierra Nevada und stehen hier an einem See, so ein Stausee. Und hier direkt unter uns ist sogar eine Surfschule. Wir dachten, das schauen wir uns mal an. Ja, nur hat sich herausgestellt, dass sie, glaube ich, nur im Sommer offen hat und dass im Sommer auch deutlich mehr Wasser drin ist, weil das Wasser ist jetzt ziemlich niedrig. Das heißt, man kommt hier gar nicht so richtig runter ins Wasser. Ich zeige es euch mal. Also hier unten ist die Schule und da laufe ich jetzt mal nach unten. Ja, und hier hat der Winter auch so ein bisschen seine Spuren hinterlassen. Wahrscheinlich durch Regen ist hier so ein Riss entstanden. Und dieses Plateau, wo diese Surfschule auch draufsteht, ist einfach mal ein Ticken nach unten gesackt. Ja, richtige Spalte hier. Escuela de Windsurf. Jetzt gehen wir mal ans Wasser. Hier ist die Schule. Da drüber haben wir geparkt. Und auf Google Maps, die Bilder, die sind im Sommer entstanden. Da fängt eigentlich hier so das Wasser an. Das heißt, ich würde jetzt dann direkt am Wasser stehen. Ja, dem ist nicht so. Na, auch wenn hier Wind kommen würde, ist es nicht so praktisch, finde ich, mit allem Zeug den Hang darunter zu müssen. Hey! Ich höre kein Echo! Nee. Oh, ich höre ein Echo! Oh, ich nicht? Hey, was ist jetzt der Plan? Gehen wir da wandern? Wandern, oder? Ja, lass es doch machen. Dann sehen wir ein bisschen was hier auch. Das war schön. Vom Gebirge. Ich hatte diese Route hier gesehen. Entlang beim Fluss Lanjaron oder so. 9,24 Kilometer. Gute 3 Stunden, 550 Höhenmeter. Kai meint schon, das ist zu viel, aber ich glaube, das ist ganz schön. Hier seht ihr, wo wir sind. Also wir stehen gerade noch hier an diesem See und da ist diese Wanderung. Startet da bei diesem Dörfchen und dann geht es auf der einen Seite vom Fluss hoch und auf der anderen wieder runter. Bin ich mal gespannt, es sind schöne Bilder auch drin bei Komoot. So, los geht die lustige Fahrt. Wir müssen zurück da auf den Autobahn. Wir kurven wir gerade hoch. Ist das steil, ne? Ja, ist schon ordentlich steil. Und sehr hobelig. Aber wie höher man kommt, wie schöner die Aussicht wird. Während alles hier im Bus rumklappert. Schon richtig eine Hobbelstraße. Eine Offroad-Piste. Ja. Das ist der einzige Weg zu dieser Surfschule. Ich weiß nicht, ob da überhaupt viele Leute kommen. Ich weiß nicht, ob da viele Leute reinkommen. Auf Google Maps stand da schon einige Autos geparkt, also die würden auch alle diesen Weg nehmen. Fast geschafft, wieder auf die normale Straße. Wir bereiten uns vor, Kate hat ihr Outfit schon an und ich übrigens auch die Laufhose. Und jetzt wird was zu essen mitgenommen, dass wir auch immer wichtig, man weiß ja nie, genug Stärken dabei haben, genau. Und Wasser habe ich schon nachgefüllt. Und was Brot machen wir uns? Ein paar Feigen. Was noch? Datteln? Datteln. Ja. Wieder Brot und dann ist gut, oder? Dann muss das reichen für die 10 Kilometer. Danach genau. Essen wir direkt wieder wahrscheinlich. Das denke ich auch, ja. Aber wichtig, immer vorbereitet loszugehen. Also Regenjacke und die andere isolierende Jacke sind auch dabei. Wir wissen ja nicht, wie kalt es genau wird, ob es regnen wird. Dann sind wir zumindest gut vorbereitet. Aber es. Ich bin gespannt. Ich auch. Lassen wir uns mal überraschen. Überraschen, ja. Von der Sierra Nevada.
Vamos a la montaña. Ich folge dir. Ja, ich guck mal, wo wir hin müssen. Okay. Und Kate ist schön bepackt. Wir haben ihr Rucksack dabei. Sie darf alles tragen. Da so geht es dann hoch und ist der Start von der Route. Ich meine, dass ich gelesen habe, dass hier viel Trinkwasser herkommt, was man im Supermarkt kaufen kann. Aqua de Montana oder so. Mhm. Da haben sie gerade auch Wasser aufgefüllt. Aufgefüllt, ja. Also, wohl gute Wasserqualität und viel Wasser hier. Far away from my hometown. With my family I am bound. I stick by them till I'm in the ground. Stories I've been told. Secret places hidden well are gone now as far as I can tell. Was riechst du da? Ich dachte eigentlich, das ist Salbei. Sieht so aus, aber ne? Sieht richtig als Salbei aus. Ja, riecht nicht. Muss man zwischen die Hände klatschen. Oft geht es bei Minze so, wenn man es zwischen die Hände klatscht, dann kommt der Geruch frei. Nee. Nee? Kein Salbei. Kein Salbei. Aber was für ein Blick. Mhm. Ganz anders wie die Berge daheim. Bewolkt, aber eigentlich gut, gut so. Wir schwitzen trotzdem. Ja, sonst wäre es viel zu warm. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland aussieht, aber hier färbt sich Frühling. Ja. Wendepunkt erreicht. Zeit für ein Mittagessen. Stärkung. Ich brauche echt Hunger. Ja, ich auch, muss sagen. Und ich könnte echt auch wieder was Wasser vertragen. Das machen wir jetzt mal. Der Ausblick, wie gedacht, wir sitzen in der Wolken. Leider. Aber trotzdem herrlich hier. Sonne kommt drückt trotzdem durch, ein bisschen, ne? Durch und dann ist direkt herrlich. Aber wenn es Windchen geht hier oben, wir sind auf 1100, 1200 Höhenmeter. 1200, genau. 1200. Wir sind auf 96 oder so gestartet. Ja, und da merkt man, dass es dann doch was Frisches ist, wenn ein Windchen geht. Durch Regen? Ich hab einen Tropfen. Oh, Regen und Sonne. Naja. Man sieht das Wetter, man weiß es nie in die Berge. Auch in Spanien nicht. Also. Nee, Berge bleiben Berge. Ab zurück zum Bus und dann schauen wir mal, ob wir einen Geburtstagskuchen für dich finden da oben. Wir laufen hier und ich höre den Fluss schon. Da müssen wir gleich drüber. Ich glaube, da auch ist so ein Weg im Fels gemacht. Richtig schön hier, auf einmal so eine richtig grüne Oase. Wow. Und wir müssen da drüber, Kate. Ich glaube, das ist da lang. Ah, okay. Was für ein Paradies hier. Richtig schön, das hätte ich nicht gedacht vorhin, wo wir gelaufen sind, war alles so trocken. Und hier im Schlucht am Revier. Richtig schön. Schön, ey. Ja, da habe ich wahrscheinlich schon extra gesammelt für Trinkwasser, dass es im Brunnen kommt oder so. Dass es im Brunnen reinläuft? Ja. Kann sein, ist auf jeden Fall so schön angelegt. Ist sauschön hier. Boah, das ist eisig.
mir mein Kopf schon platt. Ja, Riesenkaktus. Wir sind fast wieder unten. Geht ordentlich in steil hier. Lan Charon, fast wieder angekommen. 1 Kilometer ungefähr, etwas mehr, sind wir zurück bei Lowy. Ich bin richtig begeistert von Tour. Kate hat echt eine schöne Tour ausgesucht. Hat erst gemeckert, ich bin zu lang. Aber wir sind auch ordentlich hoch am Anfang und das war relativ trocken alles, Steingerüll. Und ich habe gedacht, so geht es auch runter, aber dann würde es einfach richtig total schön. Andere Landschaft. Also mit richtig dem Fluss grün und so, und ständig an dem Bächle vorbei gelaufen und so. Ja, also richtig schön. Jetzt schauen wir gleich noch, ob wir dann, wie gesagt, einen Kuchen finden können in den Städtchen. Weil dann fahren wir morgen mit Kuchen, Kates Geburtstag. Ja. Und da sind wir dann auch wieder am Strand. Wir fahren zurück an der Küste und schauen uns Mira Almerimar an. Namen und ich, irgendwie, es ist keine gute Kombo. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, liebe Kathi. Happy birthday to you. Ja, gratuliere, Kate hat Geburtstag heute. Heute Morgen, würdest du schon ein wenig verwöhnt? Ja, voll, richtig verwöhnt. Einen lieben Brief von dir und von meinen Eltern und von deinen Eltern eine liebe Karte und so. Ja, und Geburtstagslieder haben wir gehört. Ja, schön war es. Es ist was anderes, wie du normal Geburtstag hattest. Es ist warm, sonnig. Stimmt, normal bin ich gewohnt, dass es kalt ist zu Hause. Ja. Und wir sehen können, ich sitze hier mit Kaffee, aber ohne Kuchen. Ohne Kuchen, das bin ich dann vergessen zu holen, zu spät. Und gestern, ja. Aber da gab es nichts. Nee. Und jetzt gibt es halt Cantuccini bei der Kaffee. Ich bin ja auch nicht so anspruchsvoll. Nee. Und wir haben dafür einen richtig schönen Platz gefunden. Also da kann man, ich zeige es euch mal, echt Geburtstag feiern. Wir stehen im Naturreservat auf einem Parker. Direkt am Strand, es ist wunderschön hier. Es ist kurz vorbei Almeria, genau. Heute Morgen standen wir noch in Almerimar. Also die Worten sind auf jeden Fall sehr ähnlich und sorgen für Verwirrung. Ja, wir sind da durch, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Man nennt es auch das Plastikmeer, sozusagen. Ja. Da wird ganz viel Gemüse, vor allem viel Tomaten und sowas auch angebaut. Wenn ihr mal von oben bei Google Maps Almeria eingibt, dann seht ihr einfach nur weiß und das sind alles Gewächshäuser oder einfach nur Plastikplanen über den Gewächshäusern. Das ist eigentlich echt, es war schlimm irgendwie zu sehen. Ja, irgendwie, wir haben es nicht gefilmt, irgendwie, sorry dafür, aber es war auch nicht schön und irgendwie ist das ja, traurig. Ich meine, da kommt viel Gemüse her und Obst, Gemüse hauptsächlich, Tomaten und so. Und das muss irgendwie irgendwo herkommen, aber wie es da aussah, so vermüllt und verplastikt und ich weiß nicht. Das kann, glaube ich, anders. Man kauft dann irgendwie im Supermarkt einen extra ohne irgendwie Plastik drumherum. Dabei ist da, wo sie herkommen, wachsen die unter Plastik und davon viel Plastik verbraucht. Ja, naja. Wir lassen uns dadurch auf jeden Fall jetzt die Laune nicht bederben. Wir machen einen schönen Urlaubstag, einen Geburtstag. Und heute Abend mit Tapas. Heute Abend Tapas. Also genau. Selber machen wir viele leckere Sachen. Dann machen wir ein gemütliches Abendessen. Sehr schön. Es kommt eine leichte Brise schon. Und vielleicht gibt es dann auch genug Wind, um noch aufs Wasser zu gehen. Also alle Ingredienten für einen erfolgreichen Geburtstag sind da. Ja. Ihr erwischt uns mitten in die Vorbereitungen. Wir waren heute Mittag Wingen. Ja, es hat gereicht, der Wind. Es hat gereicht. Was für ein Geburtstaggeschenk. Ja, ganz alleine in der großen Bucht bin ich rumgeflogen. Es sah herrlich. Mega aus. Ich bin dann auch noch kurz aufs Wasser. Also beiden auf dem Wasser. Mhm. Herrlich. Und jetzt haben wir gesagt, Geburtstag wird ganz spanisch gefeiert. Mhm. Wir machen ein kleines Tapas-Festle. Und das bereiten wir gerade vor. Mhm. Hier sieht man es. Diese Wurst haben wir gestern da an einem Dörfchen gekauft. Genau, Kate hat den Wurst. Regional von regionalen Tieren. Und da kann man noch, oder kann ich zumindest auch noch, mit gutem Gewissen Fleisch kaufen. Wenn man sieht, die Tiere, wie die da leben und so. Das ist was anderes.
Und jetzt hoffen wir, dass er auch schmeckt, aber da gehe ich von aus, so wie es aussieht, da liegt der Wurst. In der Mitte liegt so ein Feigenbrot, die wir auch gestern da ergattert haben. So eine getrocknete Tomate, Käse, was Stängelbrot, Oliven. Und ich dachte mir, das haben wir einfach so als kalte Snacks. Dazu haben wir dann immer einen warmen Gang. Ich dachte drei, vier warme Gänge. Das ist ein Tortilla. Ein Tortilla. Auch typisch spanisch, diese Kartoffel-Omelettes. Ja. So ein kleinchen. Das ist einmal warm. Ja. Das ist warm. Dann, hier gibt es so leckere Pilze. Die lecker angebraten. Mit Knoblauch. Ich weiß nicht, ob alle oder so, aber Butter mit Rosmarin fand ich lecker. Ja. Knoblauch vielleicht. Mega, okay. Zweiter warme Gang. Was gibt's noch? Ja, hier ist noch Rest von gestern. Einfach Gemüse mit Kichererbsen und so. Und das Süßkartoffeln, auch, ja. Und dann, da sitzt du drauf. Ah, die holen wir noch raus, genau, Pimientos. Das sind diese kleinen grünen Paprikas, auch typisch spanisch. Die werden auch angebraten, schön mit viel Salz gegessen. Ja, und wenn das nicht reichen wird, kommt noch ein Burger raus, ein Gemüseburger. Ja. Aber ich glaube, das müsste eigentlich, wenn ich das so sehe. Vor allem, das isst man ja auch langsam. Das isst man nicht so Teller leer, sondern das macht man gemütlich mit Wein dazu und dann wird man auch satt. Genau, der Wein kommt noch dazu. Wir öffnen mal eine Flasche Wein und dann lassen wir uns gut gehen. Ja. Ja. Ah, der Plan ist schon mal richtig gut. Richtig schöner Geburtstag. Schön, freue mich. Diesmal von Kai. Klappt das? Ja, ich glaube schon. Pilze und Osterschwärme. Osterschwärme. Wir sind mitten im Geburtstagessen. Ja, schmeckt lecker. Erster Gang war schon mal richtig gut. Aha. Die Sonne hat sich gerade hier auch hinter dem Berg verabschiedet. Okay. Und was die Sonne macht, machen wir auch. Wir verabschieden uns. Ja. Dann lassen wir mal zu zweit gemütlich den Abend ausklingen. Wir essen gemütlich und machen dann einen Filmeabend. Wir schauen, oder was heißt Filme? Einfach einen Film schauen wir. Ja. Ganz gemütlich. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Genau. Bis dann. Gute Nacht. Wir stehen an einem neuen Platz. Richtig schön. Direkt am Wasser in so einem Naturgebiet. Und Kai geht jetzt erstmal surfen. Schauen, ob es was ist. Sind kleine Wellchen, sind welche mit dem Longboard draußen. Aber es ist viel Wind drauf. Es windet, ja. Man könnte auch wingen, aber er wollte mal erst abchecken, wie tief es ist, ob das überhaupt geschickt ist. Ja. Weil zum Wingen hat man eigentlich einen längeren Mast. Sehr schwierig mit der Winde rauf und dann die Welle und so ist sehr klein. Ich hätte gesagt, du ziehst deinen Anzug an. Und dann? Nimmst den Wing mit. Und dann kannst du da wingen. Ich glaube, das ist richtig gut für dich. Thank you.
Und da ist Kate wieder. Hey. Ja, erzähl, was ist die Geschichte? Welche Geschichte? Die Wing-Geschichte. Ja, es war kurz schön. Aha. Hat auch ganz gut geklappt. Es war aber schwierig, weil der Wind hat einen wieder aus den Wellen gedrückt und dann habe ich es nicht geschafft, in die Welle reinzukommen, weil ich dann zu wenig Wind hatte. Und ach, aber trotzdem war ganz gut mit dem kleinen Board auch. Ja. Und ja, du warst jetzt nur kurz wingen und dann. Schiffäulen war nicht so. Gegangen. Die Welle ist weg, genau. Aber schön, ne? Und wir stehen herrlich, die Sonne scheint. Oh, ja. Viel besser geht nicht. Nee, echt herrlich dazu, ne? Schön, dann zieh dich um und dann bereiten wir die Lunch vor. Und einen Kaffee? Und einen Kaffee, ja. Und wir waren ein bisschen kreativ. Wir dachten, wir nehmen unseren Auszug mal als Tisch. Hier sitzen wir ganz gut windgeschützt hinter den Türen, haben das ein bisschen abgeschottet. Super. Hey, das sieht perfekt aus. Guter Tisch. Mega, mit Blick aufs Meer. Herrlich, und windgeschützt, würde ich sagen. Das ist gut. Weil der Wind ist schon heavy hier auf dem Parkplatz, da geht schon einiges an Staub herum. Ja, Staub vor allem, ist furchtbar. Ja. Ne? Ja. Dann einen guten. Wir sind in Finestrat und das da ist der Berg Campana, irgendwie der zweithöchste Berg hier in das Gebiet bei Valencia. Kurz unter Valencia sind wir, bei Denia in der Nähe. Und ja, wir haben die Wanderschuhe angezogen und gehen nochmal auf große Tour. Haben mir Freunde empfohlen, die vor kurzem da waren und gemeint haben, die Aussicht, die man hat, auf das Meer und Benidorm, was man da unten sehen kann, soll sehr, sehr lohnenswert sein. Also, wir nehmen euch mit und zeigen euch, wie es aussieht. Dachfenster ist zu. Es ist warm. Es ist warm. Richtig Sommer. Es kann losgehen. Ja. Viel Spaß.
Lauf, sehr, sehr schön. Richtig schön. Es steckt uns auch noch ziemlich in den Beinen. Ja. Auch richtig Muskelkater und jammern hier rum bei ihrem Schritt. Ja, langes Andenken dran. Auf jeden Fall. Hat sich echt gelohnt, aber. Mhm. Hammer. Sehr schön. Wir sind auf dem Weg nach einem neuen Sport. So schaut es aus. Sehr, sehr schön hier. Und wir gehen weiter auf Entdeckungstour, aber für diese Woche verabschieden wir uns. Ja, war auch genug für diese Woche, würde ich sagen. Ja. Viel erlebt. Viel gemacht. Und hoffentlich hat euch gefallen, natürlich. Lasst einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns nächste Woche. Ja, bis dahin. Macht's gut. Tag, tag. Tschüss.